Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es hat lange gedauert, dass die Bundesliga weitergeht, aber es hat auch lange gedauert, dass ich es endlich mal wieder zustande bringe, eine komplette Prognose zu bringen. Ich hatte dieses Mal Bock drauf. So ein bisschen komme ich langsam auch wieder in Fußballfieber. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Das sind die Spiele hier nochmal im Überblick. Viel Spaß beim Zuschauen. Denkt dran, es ist nur eine Prognose und hat nichts mit der Realität zu tun. Los geht's mit Leipzig gegen Bayern. Man mag es kaum glauben, aber die Bundesliga geht tatsächlich doch weiter. Leipzig gegen Bayern, das Auftaktspiel in den 16. Spieltag. Und Leipzig hatte etwas vor. Dritte Minute, Dani Olmo mit dem 1:0 für die Gastgeber. Der FC Bayern überrumpelt. Das ist mal ein Auftakt in diese Partie. Schnell durchgespielt, wenige Ballkontakte. Werner zieht da zwischenzeitlich drei Gegenspieler auf sich. Pavard kommt gegen Olmo den entscheidenden Schritt zu spät. Und Sven Ulreich im Tor kann nichts mehr ausrichten. Schlechter Beginn also für die Bayern, aber sie rappelten sich auf, Viertelstunde gespielt, dann kam sie auch nach vorne, Serge Gnabry, Schlager, Fehler und Serge Gnabry. Nutznießer dieser unübersichtlichen Situation, 17. Minute, der Ausgleichstreffer, das hatte sich Leipzig selbst zuzuschreiben, da muss Schlager einfach eine andere Lösung suchen, das ist dann einfach zu wenig gegen die Offensive der Bayern. Blaswig streckt sich, aber der ist einfach super platziert und nicht mehr zu halten. War durchaus ein gut anzusehendes Topspiel, wenngleich man merkte, der Rhythmus war noch nicht zu 100% da. Schlager hier um eine Chance reicher geworden, aber ja, die Namen ihm Timo Werner dann wieder, der lag nämlich im Weg. Der Ball hätte durchaus einschlagen können, so war es im Endeffekt sogar eine Abseitssituation. Bitter für Leipzig. Kurz vor der Pause dann noch einmal Bayern, kurz ausgeführter Freistoß und Musiala mit dem 2:1 für die Gäste. Spiel gedreht, 45. Minute. Ärgerlicher hätte es für Leipzig kaum laufen können. Aber da müssen sie eben besser aufpassen. Und Musiala dann völlig frei. Das geht natürlich überhaupt nicht. Wurde auch noch auf Abseits überprüft, aber alles sauber. Bayern trotz frühen Rückstands in der Pause mit einem knappen Vorsprung. Das Tor von Olmo hatte eben nicht gereicht. Durchgang Nummer 2. RB Leipzig mit dem Ballverlust im Spiel nach vorne und die Bayern mit der nächsten Angriffswelle. Choupo-Moting, Gnabry, 1:3. 60. Minute. Die Bayern hatten nicht so viele Chancen, aber die, die sie hatten, die nutzen sie dann. Im Regen von Leipzig an diesem Freitagabend. Gnabry hatte einen Lauf, setzt ihn mit dem linken Fuß genau in den Knick. Wir bewegen uns schon auf die Endphase dieser Partie zu. Bayern ließ wenig zu hinten, Leipzig kreierte auch wenig und Leipzig musste dann sogar das vierte Gegentor noch hinnehmen in der 87. Minute. Jetzt wurde es heftig, Dreierpack, Serge Gnabry, es lief einfach bei den Bayern. Und Leipzig kriegt die Hucke voll. Vor der Partie waren es noch 6 Punkte Differenz zwischen diesen beiden Mannschaften. Wer 1 und 1 zusammenzählen kann, der weiß, dass es jetzt 9 sind.
Und das ist dann für Leipzig wohl nicht mehr aufzuholen. Aber wir sind noch früh in der Saison und Leipzig hatte auch hier nochmal einen guten Versuch. Aber es sollte nicht sein. André Silva vergibt. So bleibt es beim 1:4. Spieler des Spiels Serge Gnabry mit seinem Dreierpack entschied er diese Partie. Beim VfL Bochum geht es durchaus aufwärts. Zuletzt vor der Winterpause 1:0 beim FC Augsburg gewonnen. Und nun zu Gast Hertha BSC. Also das ist hier ein ganz wichtiges Spiel, wenn es um den Klassenerhalt geht. Und Bochum zu Hause sowieso immer eine Wundertüte und durchaus für Überraschungen gut. 16. Minute, Philipp Hofmann mit dem 1:0. Es war gut gespielt. Die Hertha konnte nichts dagegen setzen in dieser Situation. Passte zur Anfangsphase dieser Partie, denn der VfL Bochum machte es einfach besser. Hertha schaffte es nicht, rechtzeitig rauszurücken, beziehungsweise sie hätten es schon schaffen können, sie versäumten es einfach. Und so liegen sie dann mit 1:0 in Rückstand. Die Gäste schüttelten sich, brauchten wirklich, um hier anzukommen im Ruhrstadion. Dann aber mal diese Szene, Kanga nach 33 Minuten. Treffer hätte aber sowieso nicht gezählt, stand im Abseits. Das ist maximal unclever. Aber die Hertha steigerte sich und kam noch einmal zu einer Chance vor der Pause. Wieder Kanga auf Jean-Paul Boetius. Ausgleich, 45. Minute. Passender Moment vor dem Seitenwechsel. Boetius verwandelt ihn stark. Riemann ohne Chance. Also noch Gleichstand wiederhergestellt vor dem Seitenwechsel. Es war eine vernünftige erste Halbzeit. Bochum war zunächst besser. Hertha übernahm dann das Kommando. Der zweite Durchgang, dann aber zäh. Antwi Adjei ist das schon in der Schlussphase. Hofmann! Da fehlte nicht viel. Das war mal wieder ein guter Abschluss. Da hätte Christensen wohl nur hinterher schauen können. Doch Hofmann war der Doppelpack hier noch versagt. Noch knapp 10 Minuten zu spielen. Wieder der VfL Bochum. Diesmal nach einer Ecke. Förster! Und Christensen streckt sich und pariert den Ball. Das war jetzt nochmal Powerplay im eigenen Stadion. Die Bochumer Fans peitschten ihre Mannschaft noch einmal nach vorne. Ein Sieg wäre ja so wichtig, man könnte an der Hertha vorbeiziehen. Und Hertha könnte sich absetzen mit einem Sieg und kam auch nochmal. 90. Spielminute. Das ist zu viel Platz für Serda, aber was macht er da draus? Das ist ja ein Rückpass. Und Riemann bedankt sich. So bleibt es beim 1:1. Beide Mannschaften hatten noch die Möglichkeiten, den Siegtreffer zu erzielen. Am Ende ist es ein leistungsgerechtes 1:1. Der VfB Stuttgart empfängt den ersten FSV Mainz 05. Mainz im sicheren Tabellenmittelfeld, relativ sicher zumindest. Stuttgart tief unten drin. Und das sah man. Mainz relativ frei heraus. Schnurstracks nach vorne. Dritte Minute. Karim Onisivo 0:1. Mitten ins Herz der Neujahrs-Euphorie der Schwaben. Ingwertsen mit der Vorlage in der Startelf. Burkhardt nur auf der Bank. Hatte ja auch vor der Winterpause nicht unbedingt die beste Phase. Und Onisivo, auf den ist Verlass bei Mainz 05 seit Jahren. Der macht die Dinger im Zweifel. Und Stuttgart tat sich schwer. Hatte zwar mehr Ballbesitz, aber Mainz machte einfach mehr draus aus dem, was sie hatten. Jason Lee auf Onisivo, der wieder so frei zum Abschluss kommt. 0:2, 35. Das tat jetzt richtig weh.
und war eigentlich nicht nötig, aber Jason Lee, das ist natürlich ein überragender Pass. Onisivo viel zu frei. Die Defensive der Stuttgarter. Ein Punkt, der hier richtig wehtut. Und mit 0:2 in die Pause gegen Mainz 05 nicht unbedingt das, was man sich erhofft, aber der VfB Stuttgart ist durchaus dazu in der Lage, sowas auch nochmal umzubiegen. Aber Mainz eigentlich doch so stabil. Doch der VfB Stuttgart, er hatte jetzt ein anderes Gesicht gezeigt. Silas 1:2. 57. Minute, Katompam Wumpa mit dem Anschlusstreffer. Die Cannstatter Kurve, sie war wieder euphorisch. Sowieso immer peitscht die Mannschaft nach vorne. Und hier machte Silas den Deckel auf. Es war jetzt wieder alles möglich, alles drin. Der relativ schnelle Anschlusstreffer in Durchgang 2. Und Mainz verlegte sich aufs Umschalten. Aaron Martin, Mavropanos dazwischen. Aber Gerassi verliert den Ball. Onisivo, Widmer und Müller mit einer Glanzparade. Das 1:3 in der 76. Minute wäre wohl die Entscheidung gewesen, aber da steht Müller in der Luft und pariert den herausragend. Die Zeit wurde knapp für den VfB Stuttgart, aber sie kam über Gerassi. Was macht Mainz da? Wie kann man so stehen? Thiago Thomas, ist es egal. Und macht das 2:2 in der 81. Minute. Mainz 05 steht so offen, 10 Minuten vor dem Ende bei 2:1 Führung. Das wird hier bestraft, knallhart von Thiago Thomas. Ob er keine Kraft mehr hatte zu laufen oder warum er so früh abschließt, man weiß es nicht, aber es gibt ihm recht. Dann direkt vom Anstoß weg die Situation. Jason Lee mit dem Fehler. Endo gewinnt den Ball. Gerassi auf Thiago Thomas. Das geht viel zu einfach. Thiago Thomas alleine vor Robin Sandner und das Spiel ist gedreht. Unfassbar, was sich hier jetzt abspielte. 3:2 für den VfB Stuttgart. Wahnsinn. Der Ballverlust von Lee postwendend nach dem Anstoß. Und Thomas macht es gut gegen die zu unbeweglichen Innenverteidiger der Mainzer. Aber das Spiel war noch nicht vorbei. Hatte Mainz noch einmal eine Antwort? Jetzt müssen sie sich mit einem Punkt eigentlich zufrieden geben. Schaffen sie es? Ingwatsen, Jason Lee? Nein, er macht seinen Fehler nicht wieder gut, weil Müller heute ein starker Rückhalt war. Und so bleibt es beim 3:2. Ein unfassbares Spiel. Starker Spielverlauf, Stuttgart sichert sich doch noch 3 Punkte. Der VfL Wolfsburg ist durchaus wieder in der Spur. Momentan ist es ein 7. Platz, aber es ist zu Gast der 2. vom Sportclub aus Freiburg. Und die Breisgauer hatten sich hier was vorgenommen. Chiré, Grifo, 0:1, 6. Minute. Ein Paukenschlag in der Anfangsphase und natürlich ist es Vincenzo Grifo, die Vorlage von Daniel Kofi Chiré, der auch momentan überragend drauf ist. Das ist mal eine Ansage. Das hatten sich die Wölfe sicherlich ganz anders vorgestellt, aber sie wurden ein Stück weit überrumpelt. Vom Sportclub. Litz Doan. Gregoritsch kommt erst gegen Castells nicht durch, bekommt nochmal die Chance und markiert das 0:2. Nach einer Viertelstunde war der VfL Wolfsburg ganz unten angekommen und Freiburg oben auf. Die machten da weiter, wo sie aufgehört hatten. Vor der Winterpause Union mit 4:1 weggefegt. Und jetzt steht es nach 15 Minuten beim VfL Wolfsburg
0:2. Das war nicht so richtig zu erklären, aber Freiburg ließ Wolfsburg keine Möglichkeit zu atmen. Schere 0:3, 30. Minute. Es wurde immer, immer bitterer für Wolfsburg. Litzdorn mit der Vorlage, spitzer Winkel, aber das ist Schere egal. Markiert das 0:3. Und dann auch noch das in der 45. Minute. Freistoßposition. Eine sehr delikate. Vincenzo Grifo 0:4. Ohne Worte. Es war ein Albtraum für den VfL Wolfsburg. Und ein Weltklasse-Auswärtsspiel von Freiburg. Und dementsprechend passt auch dieser Freistoß. Wenn es läuft, dann läuft es eben. 0:4 nach 45 Minuten. Da musste man schon sehr kühn sein, um da für den VfL Wolfsburg noch irgendwas zu erwarten. Aber sie schüttelten sich, machten es besser. Es wurde vollkommen auf Wechsel verzichtet. Ist ja immer die Frage, wechselt man alle aus, beziehungsweise 5 zumindest, oder lässt die Jungs, die es versäumt haben, was Besseres herauszuspielen, nochmal ran. Und Wolfsburg sollte es selbst besser machen. Die 11, die auf dem Platz standen, kurz vor dem Ende, dann zumindest noch der etwas versöhnliche Ehrentreffer. Micky van de Ven am zweiten Pfosten mit dem 1:4. Mehr wurde es aber am Ende auch nicht mehr. Setzt sich gegen Chico Höfler durch, Flecken ohne Chance aus der Distanz. Dennoch ein Ausrufezeichen von Seiten der Freiburger, die im zweiten Durchgang den Gang rausnahmen und trotzdem souverän mit 4:1 gewinnen. Frankfurt momentan Tabellenvierter gegen den FC Schalke 04. Tabellenletzter, und zwar relativ deutlich. Schalke musste jetzt kommen, aber Frankfurt mit ihrer gewohnten Heimstärke hier erstmal mit Oberwasser. Kamada zu Kolo Muani, 1:0, 15. Minute. Die Königsblauen bekamen keine Luft zum Atmen und Frankfurt spielt es einfach gut aus. Lindström, Kamada mit der Hacke zu Kolo Muani. Das ist blindes Verständnis und gar nicht hoch genug anzurechnen. Schwolo kann nichts machen. Yoshida springt am Ball vorbei. Die Führung für Frankfurt. Ein Spiel mit wenigen Torchancen, das aber dennoch recht deutlich war. Frankfurt kontrollierte das Spiel. 24. Minute, Mario Götze mit dem 2:0. Die Eintracht hatte die Möglichkeit, das Tempo hier nach Belieben zu bestimmen. Und wenn es mal sein musste, zog man an. Und so ging es hier dahin für den FC Schalke 04, der nicht dagegen ankam. Das 2:0, auch der Pausenstand. Es passierte abseits der Tore nicht wirklich viel, aber das sollte Frankfurt reichen. Und Schalke war mit sich selbst so ein wenig beschäftigt. Kolo Muani, Uronen, dann Schwolo. Matriciani mit dem Fehler. Kolo Muani, 3:0, 54. Minute. Die Entscheidung in diesem Spiel passt dann eben auch noch, dass so einer sitzt. Aus 19 Metern. Ein wuchtiger Schuss, wird in den meisten Zonen geblitzt, dieser Schuss. Es war vorbei, es war entschieden, es passierte auch nichts mehr danach. Frankfurt gewinnt zum Auftakt ins Jahr 2023 souverän mit 3:0 und Schalke bleibt abgeschlagen Tabellenletzter.
Der erste FC Union Berlin steht immer noch sehr gut da. Hoffenheim im tristen Tabellenmittelfeld mit Hang nach unten. Das sollte nun beim schwierigen Auswärtsspiel an der alten Försterei besser werden. Und sie hatten auch die erste Chance. Ozan Kabak 10 Minuten gespielt. Kopfball nicht schlecht. Renault ist aber da und wehrt den Ball ab. Dann fand Union auch besser rein in das Spiel. Jordan treibt an. Janik Haberer nimmt Jordan nochmal mit. Der legt zurück. Haraguchi, Haberer, Jordan. 17. Minute. Oliver Baumann hält den Ball, wehrt zur Ecke ab und verhindert den Rückstand. Ausgeglichenes Spiel. Union mit dieser Standardsituation dann nach einer guten halben Stunde. Haraguchi bringt den rein. Sko kann ihn nicht klären und Trimmel aus der Drehung. Anspruchsvoll dieser Abschluss. Trimmel nimmt ihn sich, aber Baumann wieder zur Stelle. Torlos diese Partie. So ging sie auch in die Pause. Konnte man aber durchaus sich anschauen hier am Samstagnachmittag. Stunde schon gespielt. Union machte gut weiter im zweiten Durchgang. Becker, Haberer und wieder Jordan. Der Ball klatscht an den Außenpfosten. Undankbarer Winkel für einen Stürmer. Hätte vielleicht auch in die Mitte legen können, aber es hatte trotzdem fast eben zum Treffer gelangt. Hoffenheim wagte sich selten nach vorne, dann aber mal mit Kaspar Dolberg. 73. Minute 0:1. Der Neuzugang sticht, ausgeliehen ist er ja nur, aber das macht sich gleich mal bezahlt. Vor den Augen des Gästeblocks mit dem rechten Außenrist kriegt er den Ball an Renault vorbei. Das ist mal ein Debüt. Zudem, dass auch der entscheidende Treffer in diesem Spiel war. Dolberg, der Spieler des Spiels. Es war eine eigentlich schwache zweite Halbzeit von Hoffenheim. Sie brachten nicht viel nach vorne, aber die entscheidende Situation spielten sie zu Ende. Dolberg mit dem 1:0 für Hoffenheim. Der erste FC Köln muss auf jeden Fall die Augen nach unten richten. Werder Bremen ist im Mittelfeld, aber weiß ja auch, dass das nicht unbedingt ein Ruhepolster ist. Vor allem, wenn es so schlecht losgeht. Dritte Minute. Florian Kainz mit dem 1:0 für den ersten FC Köln in diesem Topspiel. Und einer gleich mittendrin, Davy Selke von Hertha BSC gekommen. Legt den Treffer auf. Kainz, auch mit Bremer Vergangenheit, macht ihn kompromisslos rein. Aufzack nach Maß, also für die Geißböcke. Es war eine intensive Anfangsphase. Köln hatte deutlich Oberwasser. Kainz mit der Ecke. Benno Schmidt auf Skiri. Aber Pavlenka da rüttelt seine Mannen wach. Das war eine komplizierte Anfangsphase für den SV Werder Bremen. Und so richtig was zustande brachten sie nicht. Es ging mit dieser 1:0-Führung nämlich auch in die Pause. Köln stand extrem stabil in der Defensive und führte weiterhin mit 1:0. Durchgang Nummer 2. Wieder Köln, die bessere Mannschaft. Ljubicic, Selke. Pavlenka hält, hätte er gar nicht machen müssen, denn Selke stand im Abseits mit dem Knie in der verbotenen Zone. Vollkommen zu Recht zurückgepfiffen. Aber Werder schaffte es manchmal auch nicht mal aus der eigenen Hälfte in Phasen des Spiels. Die nächste Chance, Lindenmeier
in der 51. Minute, aber den Ball vorbeigezogen. Highlight-arm ist wohl der richtige Begriff für dieses Topspiel. Es war eben ein ziemlicher Kampf und Krampf und nicht schön mit Fußball. Hackespitze 1, 2, 3, 60. Minute, dann die Chance für Köln zum 2:0. Ljubicic scheitert aber an Pavlenka. Sollte aber nichts mehr machen, denn danach kam auch nichts mehr von Werder Bremen. Ein schwaches Auswärtsspiel und so reicht Köln der frühe Treffer von Kainz in der 3. Minute zum Sieg. Sonntagnachmittag, Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Die Schwarz-Gelben müssen sich langsam mal ein bisschen zusammenreißen. Klar, viel Pech auch dabei, aber es läuft einfach nicht. Sie sind nicht richtig in dieser Saison angekommen. Jetzt muss man zu Hause gegen den FC Augsburg aber definitiv die 3 Punkte einsammeln. Hier hat man auch die erste gute Möglichkeit, aber zu zentral. Giekiewicz hat den ohne Probleme. Dortmund sehr überlegt. Augsburg, ja, logischerweise sehr defensiv eingestellt, aber dann fand der BVB eine Lücke. 30. Minute, Marco Reus. Kehrt zurück und trifft direkt. Lässt Giekiewicz aus kurzer Distanz keine Möglichkeit der Abwehr. Und der Captain geht mal wieder voran, bringt Dortmund in Führung. Dann kam aber auch mal der, um den sich ja auch einige Gerüchte ranken, aber wohl noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Es ging mit 1:0 in die Pause. Dortmund konnte durchaus zufrieden sein. Augsburg wurde zuletzt etwas besser, aber hatte eben den Treffer noch nicht erzielt. Dann aber diese Chance. Und Vargas taucht frei vor Kobel auf. Das muss es eigentlich sein. So viele Chancen bekommst du nicht. Da muss dann so eine einfach sitzen. Glück für Dortmund in dieser Situation. Es schien so, als würden sie die knappe Führung trotzdem über die Zeit bringen können. Ein 2:0 wäre dennoch sicherlich deutlich komfortabler. Bellingham, Moukoko. Özkan, Moukoko. Muss es machen, aber Giekiewicz ist aufmerksam und hält den Ball fest. Sollte aber auch keine Auswirkung mehr haben auf den Ausgang dieses Spiels. Der Treffer von Reus reicht. Dortmund gewinnt in einem Arbeitssieg mit 1:0 gegen Augsburg. Traditionell tritt Borussia Mönchengladbach sonntags an, wenngleich es gegen Leverkusen ein Topspiel ist. Ein sehenswertes, und diese beiden Mannschaften beenden auch den 16. Spieltag. Leverkusen früh unter Druck, aber es wusste die Fohlen-Elf nicht auszunutzen. Radetzky mit dem Fehler erst, Bartet ist dann selber wieder aus. Katastrophaler Pass, aber dann eben doch wieder der Finne mit der richtigen Reaktion. Glück für ihn, Glück für Leverkusen. Gladbach mit einer starken Anfangsphase, dann kam Leverkusen ins Spiel. Wirtz mal wieder dabei. Kein guter Ball, aber Benzema, Ini kann es nicht richtig klären. Diaby, Loschek und Frimpong. Und Jan Sommer, Glanzparade. Kann man nicht viel zu sagen, das ist überragend. Etwas mehr als eine halbe Stunde gespielt. Julian Weigel mit diesem katastrophalen Fehlpass. Wirtz auf Adam Loschek. 0-1. 32. Minute, das wird eiskalt ausgenutzt. Leverkusen, das ja noch sehr weit unten in der Tabelle steht, machte ein gutes Auswärtsspiel. Und das ist von Weigel folgend schwer, das darf man nicht machen. Vorlage Florian Wirtz, Adam Loschek schließt direkt ab und Sommer
ist diesmal ohne Chance. So stand es nach 45 Minuten 0 zu 1. Borussia Mönchengladbach hatte eine Mission, und zwar mindestens mal zwei Tore schießen. Aber Leverkusen machte es weiterhin gut. Florian Wirtz kommt nicht durch. Diaby und Wirtz. Dann doch der Abschluss. 58. Minute. Jan Sommer. Aber mal wieder weckt er seine Vordermänner nochmal auf. Und Leverkusen mit der nächsten Chance. Loschek. Jan Sommer war der Einzige, der momentan Gladbach noch im Spiel hielt. Es war nach vorne eindeutig zu wenig. Das war man vor allem hier zu Hause doch deutlich besser gewohnt. Aber Leverkusen zeigte eben ein richtig klasse Auswärtsspiel. Aber die Gäste schafften es eben auch nicht, das 2:0 zu erzielen. Diese Partie zu entscheiden. Somit war Gladbach immer noch in diesem Spiel vertreten. Benzebaini. Manu Kone. Und Weigel macht seinen Fehler fast wieder gut. Aber fast reicht nicht aus. 87. Minute. Radetzky mit dieser guten Tat. Aus dem Eckball geschah nichts. Und Leverkusen bekam eine Umschaltsituation. Adam Loschek läuft und schließt ab zum 0:2. Die späte Erlösung für die Gäste. Doppelpack Loschek. Am Ende ist es ein weiter entscheidender Sprint von Adam Loschek, der hier den Deckel drauf macht. Und die verdienten 3 Punkte für Leverkusen beschert. Gladbach muss sich also mit 0:2 geschlagen geben. Leverkusen heute einfach wacher, einfach besser. Jo, hier seht ihr die Ergebnisse und die dazugehörige Tabelle im Überblick dieser Prognose. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.